Gut. Wir haben jetzt die Risiken ausgeschlossen für uns und unsere Gruppe und kommen jetzt zum zweiten Punkt, zur Überprüfung der Vitalfunktion der Person. Ich werde das an Angela demonstrieren, wie das funktioniert, wie man die Vitalfunktion einer Person, die man gefunden hat, die verunfallt ist, überprüfen kann. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man eine Person vorfinden kann. Das sieht man hier auf diesem Wegeschema. Die erste Möglichkeit ist, dass die Person bei Bewusstsein ist, wenn man sie findet. Und das werde ich jetzt zuerst demonstrieren, wie man dann die Vitalfunktion überprüft. Man spricht die Person an. Hallo, kannst du mich hören? Kannst du mich verstehen? Ja, hallo. Was ist denn passiert? Ich bin in den Fels rumgekrutscht. Wie heißt denn du? Angela. Wenn man eine klare Antwort von der Person erhält, weiß man, dass die Person bei Bewusstsein ist. Wenn man nur ein Stöhnen oder eine unklare Lautäußerung hört, dann geht man davon aus, dass die Person nicht bei Bewusstsein ist. Wenn man die Person gefunden hat, die bei Bewusstsein ist, wird man als nächstes die Atmung überprüfen. Hallo Angela? Ja, hallo. Kannst du gut atmen? Ich glaube schon. Mach mal einen möglichst tiefen Atemzug. Hast du dabei Schmerzen, wenn du so tief einatmest? Nein. Wenn die Person tief einatmen kann und dabei keine Schmerzen empfindet, kann man davon ausgehen, dass die Atmung in Ordnung ist. Was man jetzt noch betrachtet, ist die Zirkulation, der Kreislauf. Dazu nimmt man den Puls der Person, der nachher auch noch sehr wichtig werden wird. Den Puls kann man an zwei Stellen des Körpers fühlen. Zum ersten am Handgelenk, indem man die Verlängerung des Daumens nimmt und an dieser Stelle kann man den Puls fühlen. Die zweite Möglichkeit, setze ich mal auf, den Puls zu fühlen, ist am Hals. Man hat hier zwei Muskelstränge und zwischen diesen Muskelsträngen läuft die Arterie, die den Kopf versorgt, die einen sehr starken Puls hat. Hier kann man den Puls auffühlen. Was man jetzt macht, wenn man das Bewusstsein und die Atmung des Patienten überprüft hat, man bittet den Patienten, ob man seinen Puls nehmen darf. Angela, darf ich mal deinen Puls fühlen, damit ich weiß, ob es dir auch wirklich gut geht? Ja. Dann nehme ich mal deine Hand und ich werde jetzt hier den Puls der Person fühlen. Der Puls ist für uns das Fenster zum Körper, weil wir können nicht in den Körper hineinschauen, aber über den Puls können wir sehr viele Informationen darüber erfahren, wie es im Körper drin aussieht. Wir können schauen, ob der Puls schnell ist, ob er langsam ist, ob er gut tastbar ist, ob er gleichmäßig ist. Und all dies sagt uns viel, was im Körper des Patienten vorgeht. Den Puls misst man die Schläge des Herzens pro Minute. Man muss jedoch nicht eine Minute lang die Schläge zählen, sondern es reicht auch, wenn man dies eine halbe Minute oder eine Viertelminute lang tut und dann die Pulswerte hochrechnet auf eine Minute. Dies ist das Vorgehen bei einer Person, die bei Bewusstsein ist. Was ich jetzt als nächstes demonstrieren werde, ist das Vorgehen bei einer Person, die kein Bewusstsein mehr hat. Das wäre auf unserem Wegeschema der zweite Weg. Eine verunfallte Person, die wir vorfinden ohne Bewusstsein. Ich werde wieder genau gleich vorgehen wie am Anfang. Ich werde die Person erst ansprechen. Hallo Angela? Hallo? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Hallo? Wenn ich auf die Ansprache keine Reaktion erfahre, werde ich die Person leicht rütteln. Wenn ich auch hier keine Reaktion erfahre, gehe ich davon aus, dass ich eine bewusstlose Person vor mir habe. Jetzt folgt dasselbe wie vorhin. Ich werde die Atmung überprüfen. Bei einer bewusstlosen Person kann ich die Atmung nicht verbal überprüfen, sondern ich muss mich auf meine anderen Sinne verlassen. Hierbei ist es sehr wichtig, dass ich den Kopf überstrecke.
Warum dies wichtig ist, kann man auf diesem Schema sehr gut sehen. Bei einer bewusstlosen Person erschlaffen die Muskeln. Die Zunge ist ein Muskel, der im Mundraum liegt, und wenn diese erschlafft, kann es dazu kommen, dass die Zunge nach hinten rutscht und die Luftröhre verschließt. Wenn ich jetzt jedoch den Kopf nach hinten überstrecke, sorge ich dafür, dass die Luftröhre wieder frei wird, weil die Zunge nach vorne gezogen wird. Was ich jetzt also mache, um die Atmung zu überprüfen: Ich überstrecke den Kopf meiner Person nach hinten, sodass die Zunge, falls sie nach hinten gerutscht ist, wieder nach vorne kommt und die Atemwege wieder frei werden. Jetzt lege ich mein Ohr über Mund und Nase meiner Person, lege meine Hand auf den Brustraum und betrachte mit den Augen die Hand. So kann ich mit drei Sinnen, mit meinen Augen, mit meinen Ohren und mit dem Gefühl der Hand überprüfen, ob die Person eine Atmung hat. Ich höre das Atmen, durch die Hand auf dem Brustraum fühle ich die Atmung, und wenn ich die Hand beobachte, sehe ich gleichzeitig, ob sich die Hand hebt und senkt. Wenn die bewusstlose Person eine Atmung hat, kommt sie sofort in die stabile Seitenlage. Das ist wichtig, damit, falls Magensäfte nach oben kommen, die abfließen können und nicht die Luftröhre verstopfen oder sogar in die Lunge eingeatmet werden, was dann zu schweren Verätzungen in den Lungen führt, die nur schwer zu reparieren sind. Ich demonstriere jetzt kurz die stabile Seitenlage an meiner Person hier. Als erstes lege ich den Arm im rechten Winkel von der Person weg. Dann stelle ich das dem Arm abgewandte Bein auf, lege diesen Arm hier rüber, fasse an Schulter und Hüfte der Person an und drehe sie zu mir. Ich kann jetzt das Bein runterklappen, um die Person zu stabilisieren. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt wieder. Ich überstrecke wieder den Kopf der Person, wieder damit die Atemwege frei sind. Und was ich jetzt kontrollieren muss, was sehr wichtig ist, ist, dass ein Mundwinkel tiefer ist als der Kehlkopf. Also ich überprüfe, ob ein Mundwinkel tiefer liegt als der Kehlkopf der Person, damit, falls Magensäfte aus dem Magen aufsteigen, sie hier nach unten abfließen können und nicht in die Lunge gelangen durch die Luftröhre. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte der stabilen Seitenlagen. Erstens, dass der Kopf immer überstreckt ist, und zweitens, dass ein Mundwinkel tiefer ist als der Kehlkopf, damit Magensäfte abfließen können. Wie die Seitenlage dann aussieht, ist eigentlich völlig egal. Nur wichtig, der Kopf muss überstreckt sein und ein Mundwinkel muss tiefer sein als der Kehlkopf. Das sind die beiden Hauptpunkte der Seitenlage. Wir kommen jetzt zum dritten Weg, der noch fehlt. Und zwar ist das die Person ohne Bewusstsein und ohne Atmung. Wir kennen das Vorgehen schon, wir werden die Person ansprechen. Hallo, kannst du mich hören? Hallo? Wir werden sie schütteln, keine Reaktion. Als nächstes werden wir wieder den Kopf überstrecken, um die Atmung zu überprüfen. Zur Erinnerung, wenn wir den Kopf überstrecken, kriegen wir die Zunge von der Luftröhre weg, damit die Person überhaupt die Möglichkeit hat zu atmen. Und dass wir nachher Möglichkeit haben, die Luft in die Person hineinzubekommen, wenn wir sie beatmen. Also, ich spreche die Person an. Hallo, kannst du mich hören? Hallo, verstehst du mich? Hallo. Schüttelt sie, keine Reaktion. Ich überstrecke den Kopf, lege die Hand auf den Brustraum, das Ohr
über Mund und Nase und schaue auf meine Hand. Keine Atmung. In diesem Falle werde ich die Person nicht in die stabile Seitenlage bringen, sondern sie sofort beatmen. Die Beatmung und die Herzdruckmassage funktioniert nach folgendem Prinzip. Ich werde 20 Mal die Herzdruckmassage durchführen und dann 2 Beatmungszüge geben. Ich werde jetzt demonstrieren, wie ich die Herzdruckmassage richtig anwende. Dazu suche ich mir die Mitte der Brust, nehme meine stärkere Hand, in dem Fall die rechte, lege sie mit den Handballen in die Mitte der Brust, nehme meine linke Hand dazu, verschränke sie mit der rechten, gehe mit dem Oberkörper und den Schultern direkt über die Person, dass meine Arme komplett durchgestreckt sind. Und dann beginne ich aus meiner Rückenmuskulatur über die Schulter mit den Kompressionen. Dies ist das Vorgehen. Wenn ich es aus den Ellbogen machen würde, würde ich viel zu schnell ermatten und die Ellbogengelenke würden relativ schnell wehtun und ich kann nicht weitermachen. Deshalb mache ich es aus meiner Rumpfmuskulatur, die viel stärker ist und ausdauernder als meine Armmuskulatur. Wenn ich dies 20 Kompressionen gemacht habe, mache ich 2 Beatmungszüge. Dazu überstrecke ich der Person den Kopf, verschließe die Nase, öffne den Mund und umschließe die Lippen komplett mit meinem Mund. Ich gebe nur so viel Luft in den Atemzug, wie ich für einen normalen Atemzug brauchen würde. Das hängt natürlich von der Person ab. Wenn ich eine Person mit sehr kleinem Brustraum habe, eine sehr zierliche Person, dann werde ich etwas weniger Atem nehmen und hineinpusten. Wenn ich eine größere Person habe, werde ich natürlich etwas mehr Atem nehmen, um hineinzupusten. Aber so die Regel ist, einen normalen Atemzug. Erstens ist es dann nicht zu viel für die Person und zweitens wird mir dabei nicht schlecht oder schwindelig, wenn ich zu viel Luft oder zu wenig habe. Ich werde jetzt eine Serie dieser Herz-Lungen-Wiederbelebung und Beatmung vormachen. Etwa 3-4 Durchgänge, damit man mal sieht, wie das am Stück aussehen muss. Also, ich spreche meine Person an. Hallo, kannst du mich hören? Schüttle sie, überstrecke den Kopf, überprüfe die Atmung. Wenn ich keine Atmung feststelle, beginne ich sofort mit der Herzdruckmassage. Ich lege die Hand in die Mitte des Brustkorbes, verschränke die Arme, gehe drüber und beginne mit der Massage. Dann überstrecke ich den Kopf, verschließe die Nase, umschließe den Mund. Und gehe wieder zur Herzdruckmassage. Diesen Rhythmus halte ich so lange durch, bis entweder Hilfe kommt oder ich selbst erschlaffe und es nicht mehr weitermachen kann. Das fällt wieder unter dieses Schema, das wir ganz am Anfang hatten mit den persönlichen Risiken. Wenn ich einfach zu kaputt bin,
um es weiterzumachen, ist das Risiko für mich selbst zu groß, um weiterzumachen. Und dann muss man den Patienten eben